Und wir haben hier gerade den ersten Teil dieser Basis durchquert, hatten einiges an Action und müssen jetzt in ein unterirdisches Informationszentrum. Wir hatten einiges an Action, wir haben diese Basis nicht geklärt, sondern gereinigt. Nicht nur sauber, sondern rein. Oh, mein Lord, bitte. Wenn du jetzt doch gleich mit Meister Popper ankommst, ne? Ah, Wisch und weg, was? Wo müssen wir überhaupt hin? Ich laufe hier einfach so. Commander dachte zwischen den roten Gebäuden, also hier vor uns. Hallo? Guckt euch die Kugeln an. Vorsicht, Sniper oben auf dem Turm. Oben ist der Turm. Ach nee, das waren wir. Ich dachte Ich schon. habe doch gesagt, guckt da, wo die Kugeln herkommen. Irgendwann lasse ich so ganz still und heimlich in deiner Nachtunterkunft, ne, wenn wir uns ein bisschen ausruhen, so zwischendurch, dann lasse ich einfach mal eine Granate unter dein Bett fallen. Und dann machen wir die Mission zu dritt zu Ende. Vorsicht, vor uns ist einer. Bin ich. Endo ist heute nicht so dabei. Er kennt unsere Chefin nicht, das ist schon schlecht, also. Der Entfernung. Habe ich so einen Männerarsch? Ich sag dir jetzt nichts. Herzlichen Dank auch. Vorsichtig vorrücken, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Das ist ja Hier könnte das Datenzentrum sein, wohin der Tunnel wohl führt. Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels. Was für ein Licht? Mann, war raus aus dem Bahntunnel. Weißt du, die Olle hier, ne, sagt zu uns, vorsichtig vorrücken, wir wissen nicht, was ist. Und dann gehen wir alle in die Hocke, um uns langsam vorzurücken und siehst du. Ich habe gesagt, vorsichtig, nicht Ich sehe hier langsam. mehr. Ja, ich setze mich hier mal an die Seite und Das Licht hier wollen wir ausmachen mal bringt nicht sehen, was viel. hier abgeht. Drittes Ziel. Da vorne haben wir schon die ersten Freunde. Hier links ist ein Gebäude, hier rechts ist eine Leiter, eine Treppe. Sehe einen dritten. Ich glaube, die fahren hier total auf diese Container ab. Ist ja furchtbar. Links vorne ist ein Feind bei den Fahrzeugen. Container sind halt schnellbauweise. Also die Container sind sauber. Ich erkenne eine kleine Gruppe Stopp! Feinde. Bei den Auf Höhe der Kupferrohren ist ein Fahrzeuge sind Gegner. Gegner. Ja, Höhe der Fahrzeuge. Habe ich angekündigt, habe ich gesagt. Ich dachte, du meinst Nicht den zu da weit hinten. vorrücken. Ich sichere erst die Seitengänge. Ich will keine Da kommt Überraschung mir aus irgendwie irgendwelchen zu Ecken, die wir mehr noch nicht nah. gecheckt haben. Das musste sein. Der war mir zu nah. Alles gut. Ich glaube, es hat aber Hier keiner oben ist gehört. was zum Hacken. Okay, Das ist das mache ich Tarnung und nicht der gleich an. Zugriff auf das Hauptsystem. Oh, das ist sogar das, was wir haben wollen hier. Hier schon. Sieht mal aus. Ja, das ist der Server. So, dann lass mal deine Fingerchen da. Das ist die Tarnung. Vorsicht, zwei Gegner, Bin genau. drin. Ich lade Baum in die Dateien hoch. Ihr passt auf. Hier Download gibt's einen läuft. Arsch voll Daten. Die drei guckt ein bisschen komisch. Die sieht euch, glaube ich. Oder wird nervös, wie auch immer. Feinde im Ist die vier Anmarsch. alleine? Oh, von hinten! Während der Übertragung. Ja. Vom Eingang. Oh, scheiße. Vielen Danke. Dank. Wir müssen auf den Eingang achten. Erledigt. Beziehungsweise von beiden Seiten. Woher wussten die, dass wir hier sind? Ich glaube, das war eine normale Patrouille, die hat meinen Arsch gesehen. Naja, wir haben gerade deren Server angesetzt. Fahrzeuge? Granate! Einer weniger. Party People! Okay, in die Richtung ist noch die zwei. Enno, hast du Minen gesetzt da hinten, oder? Ich war das Nee, gerade. natürlich noch nicht. Soll ich am Noch? Eingang Minen setzen? Ist nicht mehr notwendig. Ja, da kommen wieder drei Leute. Okay, ich positioniere mich, dann übernehme ich die drei Leute. Drei und vier haben noch eine weitere Person bei sich. Wie schnell Und läuft der Mama. Datendownload? Wie
Nicht so schnell ist WLAN. Mhm. Das hat noch keine so hohe Geschwindigkeit. Außerdem sind wir hier unter Tage, das schirmt ab. Also Stahlbeton. Na. Okay, anscheinend ist der Eingang erst einmal sauber. Ich lege Minen. Ich habe hier gerade jemanden rumschleichen sehen. Ich denke, das war nicht ihr. Hier am Eingang. Ja. Auf der rechten Seite war gerade eine Person. Was ist denn rechte Seite? Bei der Treppe. Ja, wir sind reingekommen und dann halt auf der rechten Seite. Okay. Da bin ich gerade runtergegangen. Das kann nicht gewesen sein. Fahrzeug? Auto? Meins. Okay. Alles klar. Platzieren hat alles. Hauen wir ab. Okay, Download abgeschlossen. Okay, dann nehme ich mal das Fahrzeug von Reaper, ne? Negativ, ich habe hier vorne eine Mine gelegt. Ansonsten müsste ich sie jetzt gleich manuell sprengen. Wo hast du eine Mine gelegt? Welche Ecke? Hier vorne. Genau dort. Wir könnten auch die andere Richtung einmal auschecken. Stimmt, das ist eine gute Idee. Naja, das sind zwei weitere Gänge. Ich weiß nicht, ob das so gut ist oder ob wir unten... Ja, ist erledigt. Alle drin? Bin da. Nein, Commander. Nein. Bin dran. Mal gucken, wo uns das hinführt. Achtung, die 2 ist da, ne? Nicht mehr. Au! Erledigt. Oh, das war aber echt das Licht am Ende des Tunnels. Einfach durchfahren. Die Seite wäre aber deutlich anzugreifen gewesen. Er wusste zu viel über Unidas schmutzige Wäsche, also hat Bao ihn weggesperrt. Holen Sie ihn da raus, dann verrät er uns vielleicht etwas über seinen alten Boss. Könnte klappen. Okay, da vorne, wir bleiben auf der Straße, also halten uns hier rechts und dann kommen wir wieder zum Unterschlupf. Mhm. Da können wir erstmal gucken, dass wir die Unidas loswerden. Und will die Namen meinem Unidas-Hauptmann namens Iglesia verraten. Enrique Iglesia. Wissen wir, wo sich das Ziel aufhält? Negativ. Aber wir haben den Standort des Unidad-Hauptmanns. Finden Sie ihn, folgen Vielleicht Sie ihm haben einen Heli hier. Dem Spitzel und schalten Sie den Spitzel aus. Verstanden. Melden Sie sich, naja, wenn sich aus den Daten noch was ergibt. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Yes. Waffenkiste? Ich hab dir mal da ein paar Sachen zugeschickt, die Bowman mir gerade zugeblabbert hat. Jo. Waffenkiste? Mein Typ gerade gedacht. Dein Typ. Ich glaube, unser Sanitäter ist irgendwie... Schizophren? Ja. Mhm. Ja. Also wir hatten eine Waffenkiste da, wo wir gerade durchgerast sind. Ja. Oh. Vielleicht war das nur ein bisschen spät bemerkt. Mhm. Nein. Ja, okay. Schon wie ein Mülleimer. Ja. Also, die Informationen, die wir gerade geholt haben, sorgen dafür, dass wir hier in der Nähe uns um einen Unidad-Hauptmann kümmern könnten. Also wir sollen ihn finden, ohne entdeckt zu werden. Na, wunderbar. Wieso war mir das jetzt noch schon wieder so klar? Okay, alle bereit? Rüber noch. Und losreiten. Kann losgehen. Jetzt bräuchten wir den mal hören, reden im Radio. Wie war das noch? Was? Das hat mit dem Balkönrin, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ja. Aber was macht denn das Fahrzeug da unten? Das ist der bohemische Tanz. Du und deine Rennen, aber du und deine alten Serien. Hallo, alt wird am besten. Na gut. Was bei so ein Tanz Hilfe? Und auf alten Schiffen lernt man segeln. Kennst du das? Das hat aber damit nichts zu tun. Ja, auf der Gorch Fock funktioniert das aber nicht so gut. Aber Alter, genau, könntest du mal die Zivilisten in Ruhe lassen? Die haben hier nichts getan. Ich spüre keine Zivilisten. Auto gesprungen. Hier sind nur Versicherungsbetrüger unterwegs. Merkt euch das. Diese kriminellen Bolivianer.
Also. Wir sollen den Kartellinformant anscheinend töten, bevor er die Information weitergeben kann über die CIA-Agenten. Oh, natürlich. Mhm. Also erstmal ist Finn das Wichtigste. Achtung, uns kommt jemand entgegen. Okay. Und hier einmal Stopp. Da steht ein Buggy da, Unidad. Ja. Ja, wir haben hier links schon den... den Turm. Ist das die Basis, wo wir... wo der Typ ist? Ja. Schaffen wir es mit dem Auto, den... Obwohl, wir können über den Zaun rüberklettern. Ich habe nichts gesagt. Okay, das sieht gut aus. Muss man sich weniger bewegen. Mhm. Ja, diese faulen Menschen. Sagt der Scharfschütze. Mhm. Der, wer ist denn über den Zaun geklettert und klettert hier gerade den Berg hoch, den Turm hoch? Steht mit dem Rücken zu dir. Kannst ihn ausschalten. Okay, wir sammeln uns einmal unten am Turm. Der schläft. Gott, dieser Turm ist scheiße. Ich sehe einfach nichts. Ja, der ist auch nicht dafür da, das Gelände zu überwachen, sondern die Straße im Blick zu haben. Naja, das hat auch nicht so erfolgreich geklappt. Setze Drohne ein. Das hatte ich mir jetzt auch gerade. Also. Naja, das war bevor der Fürst wieder angefangen hat, neue Bäume zu setzen. Ey, wenn du hier runter gehst Richtung Stützpunkt, du siehst einfach nur Busch. Naja, nur. Hm. Ich sehe hier links die einige Gebäude, vor mir auch relativ gut. Siehst du da vielleicht irgendeinen Gegner rumhüpfen? Also ich nicht. Digga, hast du diesmal was Gutes? Ja, ich sehe den Typen. Der letzte Typ war Mierda. Yankee-Spione in der Unidad? Wie viele? Zwischen 1 und 2 ist unser Ziel. $10,000. Nein, hier geht's nicht. Wir treffen uns in der Hütte in den Bergen. Wir sollen ihn, ohne gesehen zu werden, zu seinem Treffen folgen. Machen wir das, ja, wunderbar. Vorschrift. Da brauchen wir ein Fahrzeug. Ich frage mich, wie viele Leute er hier draußen hat. Solange sie in unserem Team spielen, beschwere ich mich nicht, wenn wir sie raushauen müssen. Stimmt. Wir finden den Unidad-Hauptmann und legen den Kartell in Form. Setz dich in Bewegung. Ich kann ihn leider nicht markieren. Ich begebe mich mal gerade zu dem Fahrzeug. Okay. Er braucht noch ein bisschen, bis er auf dem Parkplatz ist. Ich würde gerne einen zumindest in meinem Fahrzeug haben. Am Geschütz am besten. Ja, ich werde mich auch mit reinbegeben. Ich denke, wir sollten uns alle wieder ins Auto setzen. Ja. Hier wird kein Kampf stattfinden. Alle drin? Nope. Positiv. Okay. Ich werde dann nochmal mit der Drohne dahin fliegen. Tango 5. Ah, er hat so ein Auto, wie wir haben. Okay. Wir können damit durch die Basis fahren, aber... Ich würde vielleicht nicht gerade vorne am Eingang stehen bleiben, oder? Ja, der kommt nicht hin, oder? Nee, er fährt hinten durch. Also wir müssen einmal an dem Stützpunkt vorbeifahren. Ja, oder wir fahren durch. Wir können auch einmal durchfahren, wir sind dasselbe Fahrzeug. Ja. Na, lieber. Nee, fahr dran vorbei, er kommt gleich auf unsere Straße. Wie? Hier lang so einfach? Ah, ich sehe ihn da vorne, glaube ich, oder? Einfach weiter, genau, da vorne ist er gerade auf die Straße gebogen. Ja, unbemerkt. Ja, das ist, wir sind eine Kolonne. Ja, das ist echt ein Vorteil, dass wir das gleiche Auto haben. Da vorne links ist irgendein Treffen mit LKW. Sag mal, wie fährt der denn? Der bremst ja alle 5 Sekunden. Mhm. Furchtbar. Der hat halt vor sich so eine komische Schlaftablette, die nicht fahren kann. Aber ich glaube, der er hält 10 Autolängen Abstand und bremst trotzdem. Ja, ich glaube, der hat so einen automatischen Bremsassistenten drin. Das kann natürlich sein. Die Dinger waren ja schon immer Müll. Achtung, da staut sich ein bisschen. Wir haben auch einen Heli hinter uns. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Sag mal, jetzt kann das blaue Auto plötzlich nicht mehr fahren. Wir sind alles gute Freunde hier. Achtung, wir warten einmal, wo er lang fährt, damit wir schnell hinterherfahren können, damit die 1 uns nicht bemerkt.
Okay, er ist nach rechts. Einfach weiter. Und da vorne nochmal rechts. Genau. Was war das? Wie jetzt? Sie haben uns gesehen. Und vielleicht Rebellen. Auf jeden Fall ist da ein Heli abgestürzt. Ich habe nur einen Knall gehört und plötzlich sind die Rehe losgerannt. Das ist ganz schön hässliches Gelände hier. Also zum Wandern schön, aber ansonsten kritisch. Ah, da vorne ist ein Hof. Wahrscheinlich wäre es gut, wenn wir Abstand halten würden. Ziel Nummer 3. Macht 5 Tangos. Ich halt doch gar nicht auf, dass hier plötzlich auf der Straße einer anhält. Ich sehe den Santa Blanca einen vermuten. Erledigen wir ihn. So, oben auf dem Balkon befindet sich eine Person. Auf dem Eingang auch direkt. Töten Sie den Informanten des Kartells. Also es wird der auf dem Balkon sein, da habe ich die Sicht drauf. Dann auch zum Sniper. Moment, stopp, das sind ja zwei Personen beide im Gespräch. Ja, das sind die beiden Personen. Die müssen wir Ziel ausschalten. Ziel erledigt. Der Kartellinformant ist tot. Hm. Unsere verdeckten Ermittler sind sicher. Achtung, da steigt einer ins Auto. Nein. Den auch ausschalten. Heute der will nicht mit dem Auto wegfahren. Das ist aber los, gut. Lebt noch. Okay, ist tot. Okay. Ja. Damit Ziel erfüllt. Ja, das war ja erstaunlich einfach. Jo. Informationslager haben wir hier noch. Bitte? Ich. Scheiße. Was denkst du, was passiert ist? Hat er meine Drohne abgeknallt? Ich glaube, unser Scharfschütze hat Staub gefressen. Los geht's. Hat einen Körper gemacht auf die Felswand. Mein blöde Figur hat einfach einen Sprung nach vorne gemacht, so als ob es einen falschen Sprung machen will. Und da konnte ich nicht mehr reagieren und er ist volle Möhre. Patsch und war tot. Ja gut. Ich wollte nur runter. Ich wollte ganz normal runterhüpfen, aber nicht so. Oh nee, ey. Oh, dieses Spiel. Sagt da nichts zu? Bleib mal stehen, Mann. Ja. Im Haus ist übrigens ein Informationslager. Oh. Oben vielleicht. Oben mit Sicherheit. Hier ist Kokain. Vielleicht doch hier unten. Glaub, Reaper hat schon mit der Kiste gespielt. Ich hab die Kiste schon gefunden, ja. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Okay. Dann schwer zu sagen. Es wäre eigentlich schön, wenn wir einen Heli hätten. Oder wir fahren halt ein ganzes Ende. Habt ihr Bock auf einen Roadtrip? Feuer frei! Can't we out? Take me home. Take me home. I belong West Virginia. Oh, da ist ein Reh auf der Straße. Ha? Wollen wir jetzt Abendessen machen? Verdammt. Da unten steht. Eins haben wir. Komm, wollen wir jetzt nochmal Abendessen machen? Nach rechts. Oh, ich bin doch kein Kannibale. Gebraten merkst du das nicht mehr. Vorne steht ein Panzer an der Straße. Ja, mit einem kaputten Helikopter. Da war ein Heli neben der Straße. Da vorne nach links.
Soll angeblich der schnellste Weg sein. So, Checkpoint an Unidad. Feind am Boden. Ich kann gar nicht verstehen, dass die denken, wir wären Feinde. So bekloppt wie wir fahren, fahren die doch auch. Ja. Hm. Stellen sich nur blöd beim Formen. Wir verhalten uns doch nicht anders als die Idioten. Wohin? Rechts. 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 Also immer der Gesinnung entlang. Geradeaus. Und geradeaus müsste irgendwo die Stadt sein. Da ist ein Schild für eine Stadt. Retten Militar Unidad. Okay, da vorne nach links jetzt. Und das stopp. Ist ein Stützpunkt. Stopp. Okay. Stopp. Dann wieder rückwärts raus. Da haben wir schon Freunde oben gehabt. Oh shit. Zu spät, wir sind aufgeflogen. Dann rückst du in die Stadt. Ich dachte, das wäre das Ziel gewesen, dass wir in den Stützpunkt fahren. Auf der Karte irgendwie. Aua! Immer noch ein einerlei aus. Stabungturm auf dem Gelände. Zieht ihr euch noch weiter Aua. Zurück? Feind getötet. Ich versuch's. Was vielleicht angegriffen. Okay, ich bin zurückgezogen. Okay, wir treffen uns bei der Kirche, okay? Mhm. Die hat so einen blauen Turm. Sag mal, was hat der denn gerade gemacht? Overwatch, hast du gerade auch einen Anruf gekriegt? Hä? Nee. Ist bezüglich unserer Damengruppe, die wir da letztens vor ein paar Tagen befreit haben, beziehungsweise denen wir geholfen haben. Cavera ist doch immer noch hier unterwegs und die hat irgendeinen Typen gefunden. Und da haben wir jetzt gerade Koordinaten von Bowman erhalten, wo wir da hin müssen. Okay. Ich schick dir einfach alles auf deinen PDA, aber das sollten wir im Auge behalten und vielleicht schnellstmöglichst helfen, damit die Dame nicht wieder nach Hause kommt. Ja, ich sehe es auch. Ach, du kleiner Heli, mach doch einen Abgang. Reaper, du musst noch ein Stück weiter die Straße runter zu unserem Treffpunkt. Was, runter? Ja, halt zum... Zur Kirche. Nee, andere Richtung. Ja, ich habe aber gerade die Helis am Arsch. Okay. Zur Kirche halt. Au! Bei den roten Gebäuden. Quasi weiter vom Stützpunkt weg. Ich hab Feindkontakte. Das sind, glaube ich, die ich sehe. Drohne ein. Bin. Was? Ich schicke eine Drohne. Moment. Sie bewegen sich auf uns zu. Wo ist er denn? Noch ein Ziel. Mach 10. Wahrscheinlich aus der Richtung, aus der wir gekommen also, sind. Er war quasi. Warte, wie kann ich das zeigen? Hier sind eine Menge Häuser, deswegen. Ja, irgendwo in der Nähe, ich habe ihn gerade gehört. Ich versuche ihn gerade mit der Drohne zu finden. Wo kann der Tango sein? Getötet. Einer zu nahe. Ich habe seinen Herzschlag gehört. Ja, ich höre ihn auch. Irgendwo hier neben uns, die Straße runter, in einer der Seitengassen vielleicht. Oder hinter den Gebäuden. Moment. Halt dein Herzschlag am Leben. Hier ist rotes Blut. Ah, ich sehe ihn. Sag mir die Farbe vom Haus. Hab ihn, er ist tot. Das ist so ein blau-graues Blechhaus und da geht's eine Klippe runter zu so einem grünen Haus.
Direkt an der Straße ist das grüne Haus. Das hat aber gedauert. Ich lebe wieder, juhu. Ja, und wir kriegen langsam Gesellschaft. Ich komme zu euch, falls ich das richtig sehe jetzt. Wenn ich richtig... Noch ein bisschen weiter rechts. Wo waren gerade wir? Ja, weiter, weiter, weiter und du bist an der Mauer von der Kirche. Darüber und dann in die Kirche. Er ist tot. Die Eins folgt dir. Hilfe! Hilfe! Du steckst im Grab. Gut. Soll ich ihm raushelfen? Er ist hinter dem Gebäude. Die Drohne ist unterwegs. Was seid ihr denn? Hinter der Kirche auf dem Friedhof. Was tut er da? Also ich finde, das sieht normal aus. Pizza. Ich habe ihn gerade nicht gesehen, ich würde mir das auch machen. Kannst du aus den Seitengängen aus der Kirche raus? Ja, wir haben ja ein Problem. Pause das Fahrzeug. Ich musste sprengen, die kam zu nah zum Eingang. Jetzt wird das hier ein... Also ich glaube, er hat da eine ganz normale Haltung. Enno? Hier und dann... Hier sind wir eingemauert, das ist glaube ich eine gute Stelle. Ich würde vorschlagen, Enno, kannst du irgendwie mit C4 oder so... Kannst du mal das Grab wegmachen? Ich kann es versuchen. Wo hat der denn Sprengstoff her? Ich hab den ausgegraben aus dem Grab. Wo kam die Bank auf einmal hergeflogen? Also hier gibt wieder einiges ab. Ich glaub, ich dachte, Geister können nicht auf heiligen Boden. Geister? Geister? Naja. Ja, wenn es friedliche also Geister sind. Nur einen fähigen Gürtel. Was? Okay. Obwohl, ja, die andere Fähige hat mich gerade ausgebunden. Okay. Wie sieht's vor der Kirche aus? Ich möchte übrigens, dass wir alle Rudi aus Buddeln grüßen. Einsatz für die Sprengdrohne. Naja, es sind sogar noch mehr. Da ist noch einer mit einem besetzten Geschütz. Ja, also die drei kannst du schon mal mit der Sprengdrohne machen. Okay. Oder das Auto, das qualmt. Ist mir ein Vergnügen. Gucken wir mal. Ach, das dürfte sogar im selben Radius liegen. Die drei sind aus dem Gefecht. Erledigt. Oder einer ist, glaube ich, an Altersschwäche gestorben. Dem geht's nicht gut. Da kommen jetzt allerdings einige wieder. Ja. Ja, bei dem mit dem Kornickeln. Helikopter? Vorsicht, sei. Schlecht! Mörser. Irgendwie Mörser, was auch immer. Helikopter. Habt ihr Rebellen um indirektes Feuer? Verstanden, Mörser schief. Wie kommt mit dem Mörser hierher? Ja, solange sie das Dach nicht durchdringen, ist uns das egal. Okay, also wir laufen aus der Kirche raus, immer weiter geradeaus bis zum Ende des Dorfes. Mhm. Okay. Zeichen. Ich sehe draußen hinter dem Fahrzeug noch einen. Genau den. Einer weniger. Und zwar schön geschlossen, keiner geht verloren, okay? Okay. Da hatte ich noch einen gesehen. Ripper, wo bist du? Jetzt bin ich fertig. Hinter uns. Dann gucken, auf geht's. Granate fliegt. Irgendjemand glotzt hier, aber... Einfach erstmal immer weiter. Durch das rote Haus. Okay. Zum Glück haben die Leute hier keine Türen. Die haben schon Türen und die lassen es auf. Wie in Kanada. Hello, ja. Durch das gelbe Haus. 30 señales de enemigos por aquí. Continúe la búsqueda. Und hinter das halbe Haus. Du weißt schon, dass das alles halbe Häuser sind, ne? Ja. Ich glaube, sie haben uns verloren, oder? Ich bezweifle es. Also ich denke, es ist schon mal ein guter Anfang hier. So, hier bleiben wir erstmal kurz.
Oh, Moment, hat er mal gerade kurz. Picknickkorb dabei? Ganz ja. Gerät noch nee, den habe ich gerade leider in der Kirche liegen lassen. Soll ich die Grabbeilagen hier mitnehmen? Sind jetzt 10. Nee. Grabbeilagen? Aber das schmeckt immer so gut. Ja, du kennst du das nicht aus den alten Ägypten? Haben sie den alten Pharaon doch auch was mit ans Grab gelegt? Dass ja, sie das, ich nenne die Grabbeigaben. Beigaben halt, Mann. Also die Bar. Oh, der arme Nummer 3 muss Strafdienst machen. Was hat der denn zu tun? Der muss fegen. Ja, immer noch besser, als die Latrinen zu putzen. Also, wir bewegen uns Richtung 1, 2, 3. Oder 3. Wenn du richtig stehst, ist vorbei. Fast. Auf jeden Fall bewegen wir uns auf die zu, gehen dann durch das Waldstück und nähern uns von hinten an die ganze Geschichte da drüben. Negativ, Befehlsverweigerung. Das machen wir jetzt nicht mehr. Warum? Okay, dann. Warum? Okay, Speicherkartenwechsel. Okay. Dann hoffe ich, hat euch diese Folge wieder gefallen. Schaltet das nächste Mal ein, lasst ein Like, einen Kommentar und vergesst die Glocke nicht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.